Manuel Prietl, 2-2 gegen Düsseldorf, am Ende gerechtes Ergebnis und zufrieden? Ja, definitiv. Nach dem Spielverlauf muss man den Punkt heute mitnehmen. Wir haben heute gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft gespielt. Das hat man, glaube ich, gesehen in einzelnen Spielphasen. Wir sind sehr, sehr gut reingekommen ins Spiel, glaube ich, mit dem 1-0. Aber im Laufe der ersten Halbzeit sind wir dann immer tiefer und tiefer gefallen und waren dann zu passiv. Und dadurch ist Düsseldorf immer besser ins Spiel gekommen. Das hat sich dann in die zweite Halbzeit mit reingezogen. Aber was wir dann ab der 60. Minute gezeigt haben, das war pure Mentalität wieder. Wir sind zurückgekommen. Wir hatten dann ab der 60. Minute, glaube ich, mehr Luft. Wir hatten dann die Ballbesitzphasen. Ich glaube, vor dem 2-2 hatte Andres noch eine ganz gute Chance. Also wie gesagt, wir können mit dem Punkt gut leben. Im Abstiegskampf ist jeder Punkt wichtig. Und den nehmen wir heute mit. Vor Wochen hätte man wahrscheinlich noch so ein Spiel 1-2 verloren. Ja, kann man nicht so oder so sehen. Wichtig ist, dass wir heute den Punkt einfach mitgenommen haben. Die Richtung stimmt, wir haben nicht verloren bis jetzt in den letzten Wochen. Dann bist du auch selbstbewusster, dann hast du auch einen klareren Kopf und so muss es weitergehen. Wie ärgerlich ist das trotzdem bei den Gegentoren? Passen einige nicht auf, gerade bei dem ersten Tor, beim zweiten darf es eigentlich nicht passieren, wenn es 1-1 steht, alles noch offen ist, dass praktisch ja, der Mann so frei durchlaufen kann, auch wenn er Felix Klauser ist, der irgendwie auch sehr schnell ist. Klar, das war eine Unachtsamkeit, glaube ich, bei unserem Ballbesitz. Also wir haben, glaube ich, einen Freistoß. Da müssen wir unsere Ruhe reinkriegen. Wir sind davor viel hin und her gelaufen und dann haben wir eine eigene Standardsituation. Da müssen wir ruhiger bleiben und die Standardsituation klarer ausführen. Wir chippen den Ball in die Mitte und da geht Postwenden dann retour. War dumm. Daraus müssen wir lernen, das müssen wir analysieren, das müssen wir uns angucken. Aber trotzdem, die Mentalität war da, wir sind dann zurückgekommen und mit dem Bunker kann man gut leben. The trend is your friend, kann man ja sagen. The trend is your friend, hat Uli Hoeneß mal gesagt. 4 Spiele jetzt, 2 Siege, 2 Unentschieden unter dem neuen Trainer. Das ist gut für die Mentalität. Ja, ich glaube, dass man in den letzten Wochen gesehen hat, dass Klarheit reinkommt, dass wir spielen einfach im Fußball, wir brauchen jetzt kein Zauberfußball spielen. Dafür ist es zu knapp da hinten, um irgendwelche Experimente auszuprobieren. Deshalb ist ein klarer, einfacher Plan ganz, ganz wichtig im Abstiegskampf. Und ja, den haben wir in den letzten Wochen ganz, ganz gut umgesetzt. Okay, danke Manuel Prietl. Gerne.